Ja, herzlich willkommen hier bei der Permakultur Aue Süd am 27. Dezember. Ihr seht, die Bienen sind hier in ihrem Winterschlaf. Varroamilben haben wir noch überall drin. Die Windeln habe ich hier vor 3 Tagen alle sauber gemacht. Das heißt, wir gucken jetzt bei jedem Volk auch schnell die Windel an. Dann machen wir die Hinterklappe auf und fegen uns die Leichen raus, die eventuell runtergekommen sind. Übrigens nicht wundern, wenn bei schönen starken Völkern trotzdem Leichenfall ist. Das ist okay. Also ich habe immer so einen Grundsatz, ich gucke auf die Bienenmasse, die lebendig ist, und nicht so auf die Leichen, weil man hat eben teilweise einen starken Leichenfall und das kann auch einfach mal nur ganz natürlich sein. Trotzdem sollte man als Imker immer, gerade wenn man anfängt, sich die Leichen auch ganz genau anschauen. Und was halt auch wichtig ist, immer wieder, egal ob das Volk stark oder schwach, immer mal wieder die Klappe öffnen und die Leichen rausholen. Das wäre wichtig. Ich habe hier das letzte Mal in die Völker geschaut. Ist jetzt schon, boah, schon echt eine ganze Weile her. Ich denke mal, der letzte Rhythmus hier war, ich glaube, vor 4, 5 Wochen. Da war es noch bei uns echt warm. Vor 4 Wochen haben wir definitiv unseren ersten Frost gehabt. Die sind jetzt eigentlich alle brutfrei. Deswegen spare ich mir jetzt heute auch einen Kontrollblick zu machen. Das heißt, wir machen nur auf und behandeln mit der Oxalsäure die Hydratlösung. Die habe ich hier schon drin. Handwarm soll die ja immer reingegeben werden. Von der Temperatur her ist es jetzt hier nicht perfekt. Wir haben hier immer noch 7 Grad. Ich kann es aber auch nicht ändern. Die nächsten Tage sollen noch wärmer werden. Ist halt bei uns die Karlsruher Ecke und vorher waren die Tiere auch nicht wirklich brutfrei. Deswegen ist jetzt schon ja der richtige Zeitpunkt. So, den Besen stecke ich mir erstmal weg. Vielleicht brauche ich den gar nicht. Schauen wir mal. Und wie gesagt, wir gucken erstmal kurz uns die Platte hier an. Also hier haben wir ja, wie gesagt, in 3 Tagen sehe ich jetzt hier schon mal 2 Milben drauf. Einmal, zweimal. Und dann sind wir hier ganz leicht über dem Schnitt drüber. Ich ziehe mir übrigens tatsächlich standardmäßig immer meine 40 ml von der Oxalsäure auf. Im Regelfall gehe ich nur bei ganz starker Belastung mal auf 45 ml, auch bei starken Völkern. Ich versuche jede Behandlung immer weniger zu machen, wie es in den Büchern steht. Und wenn man die Bienen das Jahr über gut pflegt, dann funktioniert das auch. So, der kleine Blick aber durch die Hinterklappe, der ist immer wichtig. Und der zeigt auch einiges an, wie es den Bienen eben geht. Schaut mal hier, haben wir tatsächlich mal gar keine Leichen. Da unten vielleicht 3 Tote. Besser kann es nicht sein. Machen wir gleich wieder zu. Hier gibt es sonst nichts zu tun. Außer eben jetzt schnell behandeln. Puh, trotzdem 7 Grad sind trotzdem kalt. Wow. Und in der Wintertraube werden sie auch sitzen. Klar, bei den Temperaturen ist die Wintertraube jetzt nicht so fest zusammengezogen wie bei Minusgraden. Aber man sollte ja immer sein Behandlungsfenster auch nutzen. Ich nehme als Düsenaufsatz, Spritzaufsatz, nehme ich hier die Spritzen vom Zahnarzt zum Ausspülen von gezogenen Zähnen. Die hat nämlich oben eine stumpfe Kanüle. Und wie ihr seht, erzeugt auch diese Spritze hier den ziemlich perfekten Strahl. Dünn, keine dicken Tropfen. Und so gehen wir jetzt ganz gemütlich jedes Bienenvolk durch. Ob ich übrigens dann die 40 ml ganz drauf mache aufs Bienenvolk, mache ich einfach von ein paar Faktoren abhängig. Die Größe, sowieso ganz klar entscheidend von der Bienenmasse, aber natürlich auch
die Menge an Milben. Also wenn ein Volk stark vermilbt ist, dann sollte man da schon komplett drauf machen. Jetzt bei dem Volk, wo wir 2 Milben in 3 Tagen gesehen haben, da brauchen wir nicht die ganzen 40 Milliliter. Also ich bin jetzt gerade mal bei 35 Milliliter. Jetzt gehen wir hier noch einmal durchs Herzstück durch und das passt hier. Schön, wie die Bienen sich hier alle entwickelt haben. Ich habe dieses Jahr, wie eigentlich jedes Jahr, keinen Verlust. So, OX. Hier gibt es nichts zu meckern, das sind nur Pluspunkte bei dem Volk. Und machen wir gleich wieder zu. Das nächste Mal, wo ich jetzt in die Völker reingucke, also nicht wirklich gucken, sondern nur die Klappe öffnen, ist hier in den nächsten 4 bis 6 Wochen. Und da mache ich jetzt den ganzen Winter über in diesen 4 bis 6 8-wöchigen Rhythmen, je nach Wetterlage, gehe ich als Imker hin, mache die Hinterklappe auf, fege die Leichen raus und wenn das Volk soweit stabil ist, mache ich sie gerade wieder zu. Da gibt es nicht so viel zu tun. Gott sei Dank nicht. Wir haben ja genügend Arbeit in der Imkerei, wenn die Bienen wieder loslegen im Frühling. So, was sagt hier die Platte? Drei Milben, eine Milbe pro Tag. Das ist ein sehr, sehr guter Schnitt. Ich hoffe übrigens, dass ihr das seht, wenn ich hier die Klappe öffne, weil ihr wisst ja, ich selber sehe hier nicht, wo meine Kamera hinleuchtet und ich versuche dann immer hier den Kopf so ein bisschen schräg zu halten und hoffe, dass der Winkel hier von der Kamera auch euch genau das zeigt, was ich euch zeigen möchte, nämlich den Querschnitt vom Bienenvolk, auch hier wieder ohne Leichen. Da gibt es nichts zu fegen, gleich wieder zumachen. Das ist einfach so ein rosiger Vorteil übrigens von meinem Home-Hive-System, dass wir diese riesige Hinterklappe haben und so mit einem einzigen Blick alles, was für die Imkerei relevant ist, auch sofort erkennen können. Das geht übrigens hin bis zur Schwarmkontrolle später. Ne? Da kann man auch mit einem Griff sehen, ob die Bienen schwarmbereit sind. So schaut ihr, das ist ein Riesenvolk. Die sitzen jetzt auf 2. Das heißt, sie sitzen unten im Brutraum auf dem Topper-Rähmchen. Und sie sitzen aber auch oben drauf, also im Honigraum. Deswegen mache ich jetzt hier unten nur eine Spur. Und dann müssen wir von oben den Rest behandeln. Ihr müsst bei der Oxalsäure genau zielen. Jeder Tropfen, der sonst wohin geht, hat keine Wirkung auf die Varroa. Und auch hier nochmal, weil das Thema immer wieder auftaucht. Die Oxalsäure ist ein reines organisches Kontaktgift. Die Biene frisst das nicht. Das haben mehrere Laborversuche ganz klar zeigen können. Die Oxalsäure wird nicht konsumiert. Und der Zucker, der da drin ist, also ihr wisst ja, ihr mischt es ja an mit der Säure und dem Wasser. Und dann kommt der Zucker rein. Aber nicht, damit es die Biene frisst. Nein, der Zucker ist, wie beim Pflanzenschutzmittel, ein Vernetzermittel. Das klebt. Und so kann die Biene den Wirkstoff überall hinschleppen. So, schaut mal, was für ein Riesenvolk. Das ist ja echt super genial. Übrigens, wenn wir von oben schauen in die Bienen, dann können wir auch gleichzeitig erkennen, ob die noch genügend Futter haben. Wenn ihr von oben verschlossene Zellen seht, braucht ihr euch eigentlich keine Gedanken machen ums Futter. Und die sehe ich jetzt bei dem Volk hier überall. Wenn von oben die Zellen alle offen sind, dann hat die Biene von unten nach oben die Wabe bereits gefressen. Also das Futter in der Wabe gefressen, nicht die Wabe an sich. So. Hier waren es jetzt wirklich 40 Milliliter. Einfach nicht, weil sie es hätten gebraucht mit 40, sondern wegen der Volksgröße. Wenn die ein bisschen kleiner wären, hätte ich jetzt wegen der geringen Milbenbelastung hier nur 30 genommen. Aber bei dem Riesenbrecher braucht ihr schon die 40.
Ich kann auch hier in allen Bereichen Pluspunkte austeilen. Das ist ein richtig, richtig hübsches Bienenvolk. Und wieder zu. Nächstes Völkchen. Sieht auch echt gut aus. Wow, Wahnsinn. Eine Milbe sehe ich jetzt auf den ersten Schlag, ansonsten habe ich da nichts gesehen. Aber ihr seht, ich gehe da jetzt auch nicht hochgradig akribisch dran und mache da wirklich jede einzelne Milbe und gucke sie mir an, sondern wenn man es beruflich macht, dann ja, kann man ja seine Völker auch ein bisschen über, sag ich mal, seinen Jahresverlauf einschätzen. Und wenn ich die bei meinen letzten Kontrollen ja schon gesehen habe, mit Varroa-Milben, auch wenn sie unter der Schadschwelle liegen, dann kann ich ja da schon ein bisschen vordenken und weiß dann, ja gut, müssen behandelt werden. Vor allen Dingen, wenn ich bei meinen allerletzten Volkskontrollen bin im Spätjahr, dann mache ich mir da auch immer Vermerkungen auf die Stockkarten. Wenn ich zum Beispiel jetzt ein Volk habe, und ja, die Völker gibt es auch bei mir zuhaufe, die überhaupt keine Oxalsäurebehandlung brauchen, das steht dann dementsprechend bei mir auch immer rechtzeitig auf der Stockkarte auch schon drauf. Keine Winterbehandlung. Ja, auch hier sitzen sie wieder auf beiden Kisten. Und ihr seht, bei 7 Grad ist die Wintertraube auf jeden Fall so, dass die Behandlung auch greift. Ich habe letztens einen Kommentar bekommen bei dem Homehive-Tutorial, ob nicht die Sprühbehandlung besser wäre bei etwas höheren Wintertemperaturen. Also nein, überhaupt nicht, weil eine Sprühbehandlung, da würdet ihr wirklich das ganze Bienenvolk aufreißen und jede einzelne Wabe ziehen. Und dann brauchen die Bienen wirklich tagelang, um wieder überhaupt einen gescheiten Wintersitz hinzukriegen. Da ist selbst bei einer lockeren Bienentraube im Winter das wesentlich besser, mit der Spritze hier drüber zu gehen und die Träufelbehandlung zu machen. Und zum Thema Oxalsäure, ich habe ja vorhin schon gemeint, die ist organisch. Die ist ja auch Bestandteil von der Biene und Bestandteil von Bienenprodukten, so wie die Ameisensäure und Milchsäure. Das sind jetzt alles nicht unbekannte Substanzen für ein Bienenvolk. Allerdings erhöhen wir mit der Benutzung solcher Säuren, erhöhen wir natürlich die Konzentration im Bienenvolk für einen gewissen Zeitraum. Geht aber relativ schnell wieder rückwärts, ne? Also sprich, die Oxalsäure kann man jetzt ein paar Monate später im Bienenvolk nicht mehr nachweisen. Wow, also auch das ist hier ein schön hübsch großes Bienenvolk. Da komme ich gerade so mit meinen 40 Millilitern hin. Und bitte nicht zweimal im selben Zug über dieselbe Wabengasse gehen mit der Oxalsäure. Wie gesagt, das ist ein sehr, sehr starkes Kontaktgift. Und lasst euch da nicht täuschen von der Einfachheit der Anwendung her, weil die ist wirklich super einfach. Und es ist auch für die Bienen jetzt nicht gerade eine große Qual, die Behandlung da mitzumachen. Aber es ist halt wirklich sehr, sehr giftig für die Milben. Und ihr wisst ja, alles, was giftig für die Milben ist, ist natürlich auch genauso giftig für unsere Bienen. Und der Grund, warum das die Bienen so gut überleben,
Oh, 2 Milben drauf. Der Grund, warum die Bienen das so gut überleben, ist, weil sie einfach wesentlich schwerer sind wie die Milben. Mehr Körpermasse haben. Ne? Und deswegen gilt hier ziemlich genau unser Paracelsus-Effekt, dass eben die Toxizität eines Stoffes sehr ausschlaggebend ist in Bezug auf die Körpermasse. Die guckt, ob sich da unten der Zucker ein bisschen. Nee, hat aber nicht. Gerade gedacht. So, guck die Kamera hin. Also hier wird es knapp, weil da hinten habe ich ja meinen. So, gucken. Ich glaube, ihr könnt sehen von der Position. Super schönes Volk. Auch wieder ohne Leichen. Und gleich wieder die Klappe zu. Wenn ich unten Leichen habe, dann werden die natürlich sofort ausgefegt. Ne? Die sollte man nicht im Volk belassen. Das lockt Tiere an. Zum Beispiel die Spitzmaus. Und die drückt sich auch durch ziemlich kleine Fluglöcher durch. Sitzt auch doppelt, also werde ich auch wieder von unten oben behandeln. Na Mist, habt ihr das Knacken gehört? Also immer wenn es knackt, habe ich leider doch eine Mitarbeiterin von mir ermolcht. Das tut mir immer sehr leid, aber man kann es halt auch nicht immer verhindern. Wenn es jetzt nur eine war, mögen mir die Bienen doch bitte verzeihen. Wenn ich übrigens mit meinem Gesicht immer so ganz nah bei den Bienen bin, halte ich teilweise komplett die Luft an, je nachdem wie sie auf mich reagieren, auf die Atmung, bis ganz, ganz langsame Atmung. Immer schön Bauchatmung nehmen, wie in der buddhistischen Meditation. Hier seht ihr, ich habe jetzt hier bei Honig keinen Pluspunkt geben können, weil ich habe von oben hier schon offene Waben gesehen. Das Thema Futterkontrolle mache ich mal auf ein anderes Video, weil ich möchte jetzt hier die Bienen auch nicht irgendwie da zu lang gestört offen halten. Also mache jetzt auch im Winter wirklich echt nur das Nötigste. Ne? So, ich glaube den Besen brauche ich heute gar nicht.
Das kommt natürlich gelegen, weil die Bienen, die mögen den Besen überhaupt nicht. Das wisst ihr vielleicht, wer das mal probiert hat, mit dem Besen Leichen auszufegen. Der kriegt meistens Stiche. Okay, hier ein Volk, wo wenig Wabenbau hat im unteren Bereich, aber trotzdem eine mega Bienenkugel da hat. Das ist okay soweit. Ein paar mehr Waben werden hier besser. Ist jetzt aber auch kein Genickbruch, sag ich mal, für die Bienen. Schauen wir mal, was die an Milben haben. Das sehe ich jetzt tatsächlich. Keine Milbe in 3 Tagen, weiß aber von Vorgeschichten, dass wir hier noch Milben drin haben. Deswegen werden die jetzt auch behandelt. Und übrigens, wenn ihr selber das macht mit der Windeldiagnose, mein Tipp, die Windel sauber machen vor eurer Behandlung. Und zwar ungefähr 7 bis 12 Tage vorher. Wenn ich aufhöre zu reden, ist immer eine Biene am Gesicht übrigens. Also mein Tipp an euch ist, wenn ihr das macht, Windeln sauber, also 3 Wochen nach dem Frost, erstmal die Zeit stellen. In der 3. Woche nach dem Frost macht ihr die Windel für 7 bis 12 Tage rein. Nachdem sie, wie gesagt, gesäubert worden ist, die Windel, ganz wichtig. Und dann zählt er das Ergebnis aus. Und laut Bieneninstituten sind ja 0,5 Milben Totenfall pro Tag noch zu viel für die Bienen. Auch wenn viele, viele Bienenvölker auch 1 bis 2 Milben pro Tag kompensieren können, würde ich schon euch empfehlen, an die Meldung der Bieneninstitute da sich drauf zu verlassen. Und für den, wo es interessiert, wenn ich unten auf der Windel im brutfreien Zustand eine einzige tote Varroamilbe sehe, entspricht das 500 lebendigen Milben in meinem Volk drin. Also das ist nicht zu unterschätzen, was da an Milben drin ist. Und auch gut zu wissen ist, dass wir die Winterbehandlung nicht umsonst Restentmilbung nennen. Und es geht hauptsächlich nicht darum, die Milben jetzt hier während dem Winter zu killen, sondern es geht darum, den Bienen im Frühling einen richtig großen, tollen, gesunden Frühlingsstart zu gönnen. Nicht, dass sie gleich von der ersten Brutgeneration von Milben komplett zerlegt werden würden. Das würde nämlich passieren, wenn ihr mit tausenden Milben mit den Bienen im Winter geht. Dann mag es ja sein, dass das Bienenvolk das überlebt. Aber sobald die erste Brutgeneration von der Königin gelegt wird, stürzen sich da alle Milben drauf. Und dann ist das Bienenvolk ganz auf dem Frühling schnell tot. Deswegen ist die Restentmilbung so wichtig. Ihr seht, wie einfach die Anwendung ist, und eine Sprühbehandlung könnte ich mir hier überhaupt nicht vorstellen. Also nicht vorstellbar, hier auch bei 15 Grad im Winter da jede Wabe rauszuholen und die zu behandeln. Also das wäre der Wahnsinn. Das geht mit Bienen, ja, kann man alles machen, muss aber nicht sein. So, also hier habt ihr ja gesehen, die meisten Bienen sitzen hier wirklich im oberen Bereich drin. Deswegen habe ich jetzt unten nur eine dünne Linie gezogen und das meiste hier nach oben gebracht. Und sind auch auf 40 ml rausgekommen hier. Und wegen der neuen TMG habe ich mir schon eine Überlegung gemacht, ob ich nicht meine Stockkarten hier dementsprechend anpasse und da unten vielleicht nochmal eine Linie mache, wie viel Milliliter ich jeweils gegeben habe. Ansonsten müsste ich mir immer jetzt die Videos hier angucken und dann schauen selber, wie viel Milliliter ich pro Volk eigentlich benutzt habe. Nervig die ganze Angelegenheit mit Thema neue TAMG und auch diese
also Buchführungspflicht. Sowas Nonsensiges habe ich schon seit Jahren nicht mehr gesehen. Ich weiß auch nicht, wie die das machen. Und wenn ich ganz ehrlich bin, weiß ich auch nicht wirklich, wie ich das auch wirklich komplett richtig perfekt gesetzeskonform machen kann. Weil speziell jetzt bei mir mit den Punkten der regenerativen Bienenhaltung habe ich halt doch eine sehr, sehr hohe Fluktuation bei meinen Bienen. Ne? Das kann ja sein, dass ich von heute auf morgen Schwärme einfange und dann vielleicht folgt zwei mit einer Altkönigin, weil die Königin mir verreckt ist, dann aufteil auf Volk 10, 20 und 73 oder wie auch immer. Und ich weiß nicht genau, wie man das überhaupt in Schriftform auch, also wie man das in so ein Buch drückt. Natürlich mache ich das irgendwie, ist ja klar, ne? Man muss ja gesetzlich auch konform bleiben mit seiner Bienenhaltung, aber mir bleiben da ganz, ganz viele Fragezeichen übrig und naja, ich kann halt auch nicht mehr machen, wie bei Behörden anzurufen und nachzufragen und da bekommt man aktuell meistens überhaupt keine gescheiten Antworten. So, schaut mal, da hinten haben wir jetzt ein paar Leichen drin, das holen wir raus. Das ist nicht viel, seht ihr ja, dann ein paar. Kann aber auch mal mehr sein und selbst wenn es mehr ist, bitte keine Panik kriegen, nur weil ihr ein paar Leichen seht. Guckt halt immer auf die Bienen. Wenn die so aussehen wie hier, das ist ja hier melonengroß, wunderbar. Wenn ich mir das noch einrechne, dass es ein Trapez ist, wir sehen es gleich von oben in voller Stärke. Also das ist ein riesen Volk hier. Da machen wir uns mal um nichts Gedanken. Und nur weil ein Bienenvolk, wie gesagt, hier nun wieder mal ein paar Leichen verliert, das auch mal für einen Imker grob und viel aussehen kann, guckt ihr auf die Bienenmasse. Auf die hinterbliebenen gesunden Bienen, die da oben munter laufen und überwintern. Und wenn diese Bienenmasse immer noch groß genug ist für die Überwinterung, macht euch bitte überhaupt keine Gedanken zum Thema, dass da ein paar Bienen unten tot liegen. Ist okay. Also bei dem Volk hier weiß ich's. Da letztes Jahr auch schon keine UX-Behandlung, dieses Jahr muss ich es machen. Ich kenne es aber über den Jahresverlauf, das Völkchen, das hat so wenig Milben. Hier komme ich locker mit 25 im Liter klar. Jetzt haben wir hier 40, jetzt gehen wir hier auf die dementsprechend 40, dann sind wir hier bei 10, 20, auf 15 muss ich runterdrücken. Ne? Und dann haben wir hier unsere 25 im Liter drin. Mehr brauchen die hier nicht für die Entmilbung, auch wenn das Volk durchaus so groß ist wie die anderen. Und von der Größe eigentlich die 40 angemessen wären. Aber wie gesagt, ich kenne die Tierchen hier schon und die haben so wenig gehabt im Spätherbst, dass ich da jetzt runtergehen kann in der Dosierung. Einraumbeuten sind besonders leicht zu behandeln, wenn sie denn gut gebaut sind. Auch über die Kommentare habe ich viel Input bekommen zum Thema, ob ich Wabenbrüche habe mit meinen Topbars. Nee, habe ich nicht. Und dann kam die Frage natürlich auch schnell auf, das war ein bisschen mehr. Ja, gehen wir da noch einmal drüber. Und das war's dann. So, sind wir hier jetzt bei 30 Liter gewesen, ist auch okay. Also der Grund, warum ich keine Wabenbrüche habe und warum ich generell auch mit meinen Topper Homehive-System hier nie Probleme habe, weil die halt einfach, ja, sorry, wenn ich so sage, die sind halt perfekt gebaut. Wir haben hier eigentlich an jedes Detail gedacht. Es war eine riesige Denkarbeit, über viele, viele Jahre entwickelt. Also nicht einfach mal irgendwas schnell produziert, um Geld zu machen, sondern ich habe hier mein ganzes Wissen und auch vor allen Dingen auch mein ganzes Kapital reingepackt. Und eben das Homehive kam bei rum. Und wenn ihr Probleme habt
mit Top-Bars im Allgemeinen, dann liegt es nicht daran, dass das System scheiße ist, sondern dass die Menschen, die euch die Baupläne geben oder auch die Kisten verkaufen, dass die leider halt in dem Punkt keine Ahnung haben, wie man Bienen hält. Und dann baut man halt sich irgendwelche komischen Kisten zusammen, wo es dann am Ende nur Wabenbrüche gibt. Und das hat, wie gesagt, nichts mit der Art und Weise vom Top-Bar zu tun, sondern nur wie das Top-Bar in dem Fall gebaut wird. Wer möchte, wir sind ab nächstem Jahr verkaufsbereit mit dem Homehive-System. Und leider muss ich auch sagen, den Bauplan wird es dazu nicht geben. Und da möchte ich auch ganz ehrlich sein, seitdem ich das auf meine Webseite geschrieben habe, dass ich den Bauplan kostenlos euch veröffentlichen möchte, habe ich nur Anfragen bekommen von, wann kommt der Bauplan? Ganz wenig wie, hey, danke und schön, dass du sowas machst. Und noch viel weniger, können wir dir irgendwie auch eine Spende dafür geben oder. Die meisten haben einfach nur gefragt, ich will jetzt den Bauplan haben. So, und dann habe ich mich jetzt mit meinem Schreiner zusammengesetzt und gesagt, nee, sorry, Leute, können wir nicht machen. Also ich selber habe über die Jahrzehnte bzw. über die Jahre in dieses Homehive-System echt Tausende von Euros investiert. Und ich verzichte bereits ganz bewusst auf die Patentanmeldung, weil ich sage, das Ding hier ist eine tolle Möglichkeit für uns Imker, in eine etwas naturgerechtere Art und Weise in die Bienenhaltung zu gehen. Und klar, ich persönlich sehe auch das Homehive als aktuell das fortschrittlichste Bienenhaltesystem an. Nicht nur, weil ich der Produzent bin und der Erfinder, sondern einfach deswegen, weil das Ding funktionabel ist. Da wird übrigens auch nochmal ein ganzes Tutorial folgen. Also im nächsten Jahr möchten wir euch die Homehive-Systeme auch ganz genau erklären. Das sind ja drei Typen. Und da wird es ein ganzes Tutorial bei YouTube von geben. So, Achtung, das Volk ist angefressen. Die mögen mich gerade nicht. Stiche habe ich bis jetzt übrigens noch gar keine bekommen. Riesending. Der Rest wird von oben behandelt. Oh, trotzdem anstrengend, muss man echt sagen. Ich habe es gerade irgendwie an den Rücken bekommen hier mit der Kälte und dem Ganzen mit einer Hand lüpfen. Eine ruhige Handführung ist übrigens hier angebracht. Und auch hier ein schöner Tipp für die, wo das noch nie gemacht haben. Macht es im Sommer mit Wasser. Einfach nur, um es zu üben. Das bockt die Bienen nicht. Dann ist da halt ein bisschen Wasser drin im Bienenvolk. Ja, und so kann man lernen. Und auch der Biene vertrauen, dass sie das wenige Wasser innerhalb von Minuten aus dem Bienenvolk wieder rausholt. Und da auch wirklich von der Schädigung überhaupt nicht auszugehen ist. Also mein Tipp an euch, der das eben noch nie gemacht hat, aber machen muss, weil er irgendwann Rohrprobleme vielleicht hat, beziehungsweise es ziemlich sicher hat, im Sommer mit Wasser. Da kann man die Handgriffe und die ruhige Handführung auch lernen. Und dann ist man schon ein bisschen vorbereitet für das, was im Winter auf einen zukommt. Und ganz wichtig ist immer, ruhig bleiben bei den Bienen, egal was passiert. War hier alles wunderbar mit dem Volk. Übrigens, die Futterkontrollen, die checke ich parallel. Nicht nur mit dem Auge, sondern auch rein über meine Hand. Weil ich kann ja hier ohne Probleme lüpfen, ne, und habe es dann wie eine Federzugwaage so in meinem einfach Armgefühl drin, ob die Tiere jetzt noch mehr oder weniger brauchen an Futter. Beziehungsweise ich kann mit einem Griff erkennen, ob das Volumen fürs Futter noch ausreichend ist übers Gewicht. So, dieses Bienenvolk war noch bis zum Spätjahr relativ groß belastet. Und jetzt in den letzten drei Tagen ist da aber nur
sehe ich jetzt 2 Milben. Das ist auch gut, aber auch hier, ne, das ist halt das Ding mit der Windeldiagnose. Die zeigt euch halt auch nicht immer alles ganz perfekt an. Und man soll die schon als Wert nehmen, aber eben bitte nicht nur. Ja, also hier, da haben wir jetzt das erste Volk mit Leichenfall. Das ist das, wo ich vorhin meinte. So, ich hoffe, die Kamera hat es erwischt. Ich biege schon meinen Kopf für euch. Man kann auch mit dem Ding reingehen, im Besen, aber da werden sie meistens kirre von. Deswegen ist das hier die bessere Methode. Und die noch bessere Methode ist einfach mein Homehive an sich. Nur bitte ich dazu entschuldigen, dass wir auch über die Jahre uns selbst verbessern mussten. Das hier ist noch ein sehr, sehr altes Homehive-Modell. Eines der ersten sozusagen. Da haben wir noch das Gitter hier oben festgetackert. So, über die Jahre wird man aber schlauer und lernt. Und dann sind wir auf den Trichter gekommen. Upsala, das war jetzt der erste Bienenstich und auch nur, weil ich sie geklemmt habe. So, dazu. So, über die Jahre sind wir eben drauf gekommen, dass wir besser dran stehen, wenn wir ein Gitter reinbauen, das so wie die Windel rausnehmbar ist. Das heißt, die nächsten Homehives, die ihr jetzt ab 2023 ganz offiziell bei Bivetal bestellen könnt, dieses Modell ist dann für euch so gebaut, dass wenn wir im Winter Leichenfall haben, ja, könnt ihr das Gitter wie die Windel rausziehen und alle Leichen fallen euch einfach durch. Das heißt, wir können hier mit dem Modell Leichen rausholen, ohne auch nur irgendwie ansatzweise an die Waben zu kommen mit dem Besen, beziehungsweise brauchen Besen und Stockmeißel dann gar nicht mehr. So, auch tolles Volk hier, wow. Ich klappe es mal ein bisschen höher, dass ihr da auch da oben gucken könnt, im Honigraum. Also die sitzen auch, wie jetzt die meisten, oben und unten. Übrigens ist es auch in der Natur völlig normal, dass die Bienen von unten nach oben gehen im Winter. Und dann wieder im Frühling von oben nach unten sich drücken durch den gesammelten Honig. Ich finde es übrigens immer so faszinierend, wie die Bienen im Winter riechen. Also auch im Sommer faszinierend. Im Winter riecht man so richtig das Bienengift auch. Ja, weil wenn man aufmacht, dann zeigen die einem schon, dass sie das eigentlich nicht wollen. Dann wird halt der Giftstachel rausgefahren. Und das können wir Menschen riechen. So, also ich denke, jeder, wo das jetzt hier gesehen hat, der ist dann auch wahrscheinlich mit meiner Meinung synchron, dass man hier Oxalsäure sprühen auf gar keinen Fall tun sollte. Weil die Tropfelbehandlung ist da halt wesentlich angebrachter bei den Temperaturen. Und wie gesagt, ich hätte es auch schöner gefunden, wenn wir hier kälter gehabt hätten. Ist besser, weil die Bienen dichter zusammensitzen. Aber wenn man keine Wahl hat, ist halt so, ne? Wir können es uns nicht immer raussuchen. Und wenn die Bienen halt jetzt gerade brutfrei sind, bevor sie wieder anfangen zu brüten, ja, ist halt jetzt der richtige Zeitpunkt. Wenn sie brutfrei sind und noch Milben drin haben, gleich die Oxalsäure geben. Ja, also ich würde sagen, für heute ist das Behandlungsvideo fertig. Und auch hier nochmal an euch alle, die, ja, die sich hier für diesen Kanal auch von mir interessieren. Ich finde es richtig toll, dass mittlerweile so viele Abonnenten da bei dem Bivetal Regenerative Bienenhaltungskanal auch sind. Es wird auch in Zukunft spannend bleiben, weil bei mir sprudeln die Ideen immer wie Kohlensäure. Von daher wird es immer irgendwie irgendwas zu zeigen geben. Und um ein bisschen Kritik von ein paar Kommentaren da rauszunehmen, ich kann nicht immer bei jedem Video auch alles irgendwie erklären und zeigen. Auch bei mir, wenn ich selber die abends Arbeit mache und dann die Videos nochmal ein bisschen schneide und für euch einfach schön aufbereite,
Ja, dann klar, da denke ich mir immer so, ah Mist, jetzt hätte ich ja hier noch das sagen können und hier habe ich was verpasst und da ganz wichtig hätte ich euch informieren müssen, aber hey, so ist das nun mal. Wer die ganze regenerative Bienenhaltung so komplett mit mir miterleben möchte, der kann jederzeit einen Imkerkurs buchen. Ansonsten auch Coaching gerne, geht übrigens auch über Skype. Ich muss nicht mal anwesend vor Ort sein. Klar, für praktische Eingriffe wäre es gut, wenn ich dann vor Ort bin, aber man kann auch mein Coaching über Skype bzw. über irgendeine Internetverbindung buchen. Ich brauche irgendwie nur eine Kamera und muss halt in euer Volk gucken können. Ja. Aber summa summarum, vielen, vielen lieben Dank für die ganzen Abonnements. Und ich hoffe, dass wir später auch mit dem YouTube-Kanal hier zumindest teilweise Permabies irgendwie finanzieren können. Guckt euch mal an, permabies.org. Wer mitmachen will, ist alles schon online und machbar. Ich würde mich freuen. Ich wünsche euch ein schönes Jahr. Bis zum nächsten Video. Ciao.